wachsam bleiben. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trainsimmer 3, der Dennis Spitters. Heute übernehmen Sie die Rolle eines Zugbegleiters im Zug, der nach Manchester fährt. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge auf der neuen Strecke Glossop Line, die gestern offiziell bei Steam veröffentlicht wurde. Der Zug, in dem Sie arbeiten wollen, werden wir den Kürzer eintreffen. Steigen Sie in den Zug ein und übernehmen Sie die Rolle eines Zugbegleiters bis zur Endhaltestelle des Zuges. Ja, das werden wir tun. Also wie gesagt, heute werden wir mal keinen Zug fahren, sondern in die Rolle des Zugbegleiters eintauchen und die Fahrkarten kontrollieren der Reisenden. Wie gesagt, diese Strecke ist gestern offiziell bei Steam erschienen. Für 22,99 €. Gibt es dieses DLC dort zu kaufen? Und wir rennen mal den Zug hinterher, würde ich sagen. Oder müssen wir hier in den Passagierbereich einsteigen? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir einfach mal. Wir sollen hinten einsteigen, anscheinend. Gut, dann tun wir das. Während ein Güterzug herfährt. So, wir steigen hier ein. So. Als Zugbegleiter gehört es zu Ihren Aufgaben, die Türen des Zuges zu bedienen, die Fahrkarten zu kontrollieren und für die Sicherheit der Fahrgäste während der Fahrt zu sorgen. Ja, das wird heute unser Job sein. So. Stecken Sie den Türsteuerungsschlüssel ein. Das werden wir tun. Zack. Stellen Sie sich auf den Bahnsteig und warten Sie darauf, dass die Fahrgäste in den Zug einsteigen. Wir können mit den Vorbereitungen für die Abfahrt beginnen, sobald die Türen frei von Passagieren oder Hindernissen sind. Und dann werden wir das tun. Wir sind jetzt bereit zur Abfahrt. Schließen Sie alle Fahrgasttüren, bevor Sie Ihre Führerstandstür schließen. Sobald Sie dies getan haben, signalisieren Sie den Lokführer durch zweimaliges Drücken des Signalsummers, dass der Zug abfahrbereit ist. Gut, dann werden wir wieder einsteigen. Diese Tür schließen, und zwar mittels dieses Knopfes, des blauen hier. Achso, habe ich doch. Schließen Sie die Führerstandstür. Machen wir es so. Dann drücken Sie zweimal den Summer. Sie müssen die Fahrkarten der Passagiere überprüfen, die in den Zug eingestiegen sind. Vergleichen Sie das Datum und Zielort auf der Fahrkarte mit dem heutigen Datum und Zielorten dieses Dienstes und feststellen, ob die Fahrkarten gültig sind oder nicht. Und dann werden wir das mal tun. Entfernen Sie den Türsteuerungsschlüssel. Das sollen wir als erstes mal machen. Gut. So. Kontrollieren Sie die Fahrkarten. Ja, das werden wir machen. Erstmal von dieser Dame hier. Hier ist mein Ticket. 30. Oktober 23 nach Hardwick. Das wird stimmen. Gut, dann der nächste sitzt da vorne. Sieht man sie hier hinten. Gute Dame. 30. Oktober, Erwachsener Standardklasse. Ja, das stimmt, würde ich sagen. Hier rum. Hier sitzt wieder jemand. Der Herr hier. Der Kippe. Kippi. Nee. Der. Standardklasse 9. Oktober. Ne, das Datum stimmt nicht. Tut mir leid, mein Herr. Aber Sie haben ein falsches Datum. Neues Ticket kaufen. So. Aber hier durch. Sie. Das ist Oktober Hardwick. Das hatten wir ja schon mal. Also das stimmt. Gut. Haben wir noch jemanden? So, hier sind wir durch anscheinend. Ich glaube, wir haben dann alle, ne? Haben dann alle soweit durch. Weil der sagt, ich bin auf welche jemanden kontrollieren sollen, aber wir haben da eigentlich alles. Alle untersucht, die wir besuchen sollten. Habe ich noch jemanden vergessen? Nö. Leuchtet doch keiner mehr auf.
Ihr seht auch keinen mehr, ne? Den ich irgendwie vergessen haben könnte. Es sind doch keine Gesichter und nichts mehr. Also diese Zielgesichter, die ja dann hier auch eingeblendet sind, sind nicht mehr zu sehen. Also dürfte alle haben. Weiß nicht, warum er das jetzt noch anzeigt. Aber wir werden auch schon langsamer. Ich glaube, wir erreichen die nächste Station. Hier ist der Zugführer drin. Wollen wir mal nicht stören. Also, ich für meinen Teil habe alle. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Gehen wir mal wieder zurück. Unserem Führerstand. Jetzt auf diese Seite aussteigen. Ja, hier. So. Stecken Sie den Türsteuerungsschlüssel ein. Zack. Öffnen Sie die Führerstandstür. Meine Güte. Was so? Öffnen Sie die Türen. Ja, gehen die doch da durch. Da ist schon ordentlich was los, ne? Diesen frühen Morgen. In Gorton. So, gehen Sie zum hinteren Führerstand. Schließen Sie die Türen. Was machen wir? Auch wieder schließen, ist klar. Müssen wir den Türsteuerungsschlüssel rausnehmen? Achso, ne, erst den Signal, so, wir müssen ihm ja Bescheid geben, genau. So, dann müssen wir den hier rausnehmen. Zack. So, dann müssen wir wieder kontrollieren. So. Sitzt hier noch jemand? Ne, hier ist, glaube ich, keiner. Hä, doch. Ja. Ich habe fast vergessen, 30. Oktober, Artweg, stimmt. So. Gehen wir weiter. Das sind einige. Die erstmal. 30. Oktober. Ashburys. Stimmt auch. Aber hier sind einige. Der her. Das falsche Datum. Tut mir leid. Stimmt nicht. So. Haben wir da hinten welche? Erstmal den Herrn. Es ist Oktober, Artweg. Stimmt. So, dann er hier. 31. Oktober, Manchester. Ne, das stimmt ja nicht, wenn man. Das stimmt ja nicht. 30. Oktober muss ja sein. So. Und da hinten noch. Derjenige. 19. Oktober stimmt auch nicht. So, damit hätten wir sie wieder alle erledigt. Gehen wir wieder hinter. Warten auf die Ankunft. Würde ich sagen. Morgen, morgen, morgen. Schöne Reise, gute Reise wünsche ich Ihnen. Guten Morgen, morgen. Morgen, Herrschaften. Guten Morgen, guten Morgen. 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 Ihnen auch eine gute Reise. Morgen, morgen. Genießen Sie die Fahrt. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Herrschaften. Guten Morgen, morgen, morgen. Morgen. So, da haben wir die nächste Station erreicht. Geht das ganze Spiel wieder von vorne los? Da müssen wir natürlich erstmal wieder den Türsteuerungsschlüssel einstecken. Zack. Dann müssen wir natürlich unsere Tür öffnen. Dann die Türen für die Passagiere öffnen, dann nach draußen gehen, den Bahnsteig beobachten. So, wo sind wir hier eigentlich? Das jetzt mal alle so sehen? Nee.
Jeden Fall eine Menge los, wie ihr seht. Die Sonne geht auf. Ein wunderschönes Szenario, muss man wirklich sagen. Hat DTG sich wieder was einfallen lassen? Das müsste es noch für die deutschen Strecken geben. Das wäre es, oder? Das wäre es wirklich für die deutschen Strecken, so ein Zugbegleiter. Eine Person befindet sich zu nahe an der Bahnsteigkante. Bitten Sie, etwas Abstand zu halten, bevor Sie losfahren. Du bist, stehst hier ein bisschen verkehrt, mein Freund. Sowas finde ich ja geil, dass man sowas, dass sowas auch noch vorkommt. Geil. Tut mir leid, ich habe nicht bemerkt, dass ich die Linie übertreten habe. Ich werde aus dem Weg gehen. Danke. Das ist ja mal geil, dass man auch noch den Fahrgast da bitten muss, sich von der Linie zu entfernen. Mega geil. Also, das für die deutschen Strecken wäre absolut genial. Was sagt ihr? Das wäre doch wirklich mega. So, wir schließen die Türen. Dann schließen wir unsere Tür. Dann drücken wir den Summer. Dann machen wir hier. Gehen wieder raus. Und dann kontrollieren wir weiter. Das ist eigentlich das Szenario. So, die gute Dame hier. Ist auch das falsche Datum. Tut mir leid. Müssen Sie sich ein neues kaufen? So, dann da hinten. Oder hinten gleich drei. Oh, der erste ist schon mal hier. Hierher. Ach, du bist falsch mit Datum. Tut mir leid. Mein Gott, es sind aber viele falsche hier. Da sitzt jemand. Ist jetzt die schwarze. Also schwarz angezogene. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, ne? Die schwarz angezogene. So, die ist richtig. So, da hinten noch. Auch der ist richtig. Manchester fahren wir ja. So. Der Herr hier. 30. Oktober, Ashburys stimmt auch. Ja, da sind wir schon wieder durch. Ja, können wir wieder hintergehen. Guten Morgen spare ich mir jetzt mal. Aber wie ich das denn vom Motor her vernimmt, den Sound, würde ich sagen, sind wir gleich schon wieder an der nächsten Station. Das heißt, wir stellen uns hier schon mal bereit, wir unsere Tür öffnen können. Also sowas als Zugbegleiter bei den deutschen Strecken, das wäre geil. Von München nach Augsburg oder so, oder von Köln nach Aachen und so. Ach, das wäre geil. In so einem IC als Zugbegleiter, das stellt euch das mal vor, wie, das wäre doch mega. So. Öffnen Sie die Führerstandstür. Ach, das Fenster geht auch, ja. Oh, seht mal, das wird. Die habe ich doch geöffnet. Ach, die falsche Seite, ich Trottel. Ah. Falsche Seite. Dann kann das ja auch nichts werden. Ich dachte schon, irgendwas funktioniert doch hier nicht. So. Schauen wir uns mal den Bahnsteig an, ob sich jetzt alle daran halten. Und nicht zu nah an der Bahnsteigkante stehen. Bis jetzt sieht es gut aus. Den entfernen sich alle vom Zug. Das heißt, wir könnten eigentlich weitermachen. Ja, gehen Sie zum hinteren Führerstand. Genau, dann machen wir nämlich das Ganze wieder zu hier. Beziehungsweise die erstmal die Fahrgasttüren. Dann unsere Tür. Dann müssen wir natürlich hier dem Lokführer Bescheid sagen. Und natürlich den Türsteuerungsschlüssel rausnehmen. So, dann geht das Ganze wieder von vorne los mit dem Kontrollieren. Da sind sie ein bisschen weiter weg. Äh, 30. Oktober, perfekt. Manchester, genau. Hier. Hartwig, perfekt. Stimmt. Der.
30. Oktober, Manchester. Stimmt. So, dann sind wir auch schon wieder durch. Viele Stunden haben wir jetzt auf Uhr. 20 Minuten soll das Szenario dauern. Gehen wir mal wieder hinter. Da geht's nicht. Da können wir uns hinsetzen. Das ist doch auch mal schön. Oder? So ein Ausblick. Seht ihr, wie die Sonne da hinten aufgeht? Einfach nur herrlich. Wunderschön. Kann man wirklich nicht anders sagen. Einfach nur traumhaft. Sich das da. Oh, das ist einfach nur geil, oder? So, aber ich glaube, wir können wieder aufstehen, weil wir uns den nächsten Halt hier nähern. Und zwar das hier auf dieser Seite, oder? Was sagt ihr, diese oder andere Seite? Im Moment noch nicht so ganz klar. Das ist Manchester? Ich glaube, das ist Manchester, unser Halt, unser letzter Halt. So, wir halten. Ich muss jetzt wieder diese Seite hier. So, wir ziehen noch etwas vor anscheinend. Jetzt aber. Genau, den müssen wir natürlich als erstes einstecken. Ach, komm. So, dann müssen wir die Tür öffnen. Die Tür öffnen, rausgehen. Und dann sehen wir, dass wir den Kopfbahnhof erreicht haben. Das heißt, dieses Szenario endet an dieser Stelle. Fahrgäste steigen alle aus, ihr seht's. Unseren Endbahnhof erreicht. Manchester Piccadilly. Hätte schon fast Manchester United gesagt, aber Manchester United ist was ganz was anderes. Das Fußballclub. So, gehen Sie zum hinteren Führerstand. Dieser Zug hat seine Endhaltestelle erreicht. Schließen Sie die Türen ab und stellen Sie sicher, dass die alle Fahrgäste ausgestiegen sind. Ja, das werden wir tun. So, das heißt, wir schließen die Fahrgasttüren. Entferne den Türsteuerungsschlüssel. Gehen Sie durch den Zug und vergewissern Sie sich, dass keine Passagiere an Bord sich befinden. Gut, machen wir das. Hier scheint alles ruhig zu sein, beziehungsweise keiner mehr. Das ist durch. Ja, hier ist keiner. Hier in den Türen auch nicht. Auch nicht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Dann gehen wir hier nochmal gucken. Könnte sich jetzt natürlich jemand auf der Toilette verstecken, da kann ich nicht nachgucken. Aber ja, es ist was anderes. Hier ist alles ruhig. Wunderbar. Hier ist auch niemand, der sich irgendwie verstecken könnte. Nee. Auch nicht. Gehen Sie zum hinteren Führerstand. Gut, gucken wir trotzdem hier vorne noch. Sicherheitshalber. Aber auch hier ist keiner. Gut, dann gehen wir zurück. So. Verlassen Sie den Zug. Gut, dann machen wir hier aber noch die Tür zu. Schließen Sie die Führerstandstür. Wir gehen zum Ausgang des Bahnhofs. Ja, das tun wir. Also ich finde sowas mal richtig schön, ist mal was ganz was anderes als immer nur Zug fahren. Und wie gesagt, das. Ui, um Gottes Willen. Und das bei deutschen Strecken im ICE, das wäre doch mega, oder? Da als Zugbegleiter. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr das genauso seht.
Also ich fände das richtig mega. Wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Wunderschönes Szenario. Wo ist denn überhaupt der Ausgang da? So, gut gemacht da draußen. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Ja, das tun wir. So, haben wir Gold erreicht? Jawohl, ja. So, das war das Szenario. Wachsam bleiben. Ein Szenario als Zugbegleiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr euch das auch bei deutschen Strecken wünscht. Ich wünsche es mir auf jeden Fall. Mal schauen, was die DTG daraus macht. Wie gesagt, habt noch eine schöne Restwoche. Ihr hört mich dann spätestens am Wochenende wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Macht's gut. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Bye, bye.